So, dann kommen wir zum schnellen, ja, zweiten Teil. Das wird nicht lange gehen, weil ich gleich, ja, Champions League gucke in 7 Minuten, so 8 Minuten. Also müsste heute mal eine schnellere Folge geben, aber ist ja bestimmt nicht so schlimm, ne? Ruben Sattelmeier spielt da noch bei Heinheim. 54 bloß, nur noch. Ja, Daniel Reck hat mich heute dann mal enttäuscht. Lässt den Ball rollen, kriegt aus dem spitzen Winkel gegen Tor. Heinheim kriegt so viele Vieren und gewinnt trotzdem gegen uns. Ich würde mich wundern, wenn sie eine bessere Durchschnittsnote hätten als wir. Ich glaube es nicht mal. Wir haben die bessere Durchschnittsnote und verlieren trotzdem das Spiel. Schön. Gehen wir mal weiter. Wir sehen Adriano Grimaldo, ne? 2 Tore, 1 Vorlage. Ach ey, Statistik jetzt mal. Wir hatten mehr Schüsse aufs Tor. Okay, erfolgreiche Pässe waren mehr ausgeglichen. Fast 650 Leute waren da. Ey, da kriegst du eine Krise. Gehen mal die Ergebnisse eigentlich auch mal schnell durch. Jena gewinnt gegen TSV Buchbach 1-0. Bayern 2. verliert gegen Stuttgart. Unterhaching verliert gegen Rot-Weiß Erfurt 0-1. Regensburg gewinnt gegen MSV Duisburg. Wir sehen, Dortmund spielt nur 1-1 gegen den Hallescher FC. Darmstadt ist jetzt in Siegeslaune. 3-0 gegen Hannovers 2. Wiesbaden gewinnt 3-0 gegen Hansa Rostock. Und Chemnitzer FC verliert gegen Eintracht Trier 0-2. Und Sandhausen gewinnt gegen FSV Frankfurt 0-1. Also die spielen um den Aufstieg auf jeden Fall mit. Wir haben 16 Punkte. Wir sind so, ja, wir haben 6 Punkte Vorsprung vor dem TSV Buchbach. Und das ist ja unser Ziel, dass wir nicht absteigen. Und das ist wichtig. So, gehen wir in die Stimmen. Unser Problem ist, dass wir nach ordentlichen Spielen die Leistung nicht bestätigen können. Das war bestimmt gemeint. Gegen Wiesbaden gewinnen wir da locker 2-0 und dann gegen Heinheim 4-2 verlieren. Blöde Aktion. So, jetzt Franz Reutner. Ich muss meine Mannschaft ein Kompliment machen. Wir hatten den Ehrgeiz. Es war ein sehr intensives Spiel. Es war hohes Tempo kriegen. Wir sind total an die Grenze gegangen. In einigen Serien hatten wir das nötige etwas Glück, entscheidende Tore zu schießen. Tut mir leid, da war ich ein bisschen abgeschweift, ne? Der Sprache. So, wir sehen einige vertraute Gesichter von heute. Das sind natürlich Adriano Grimaldo. Mensch, ey. Wir gucken mal, Heinheim. Was für ein Wunder, klar hinter uns. Wir hatten einen Lattentreffer, das dürfen wir auch nicht vergessen, was wir alles hatten. Lattentreffer, das, Möglichkeiten, Jenike am zweiten Pfosten, Amin. Das darfst du alle nicht vergessen, was für Möglichkeiten wir hatten. Wir haben den Ball trotzdem nicht reingemacht. Wir sind hier von den Durchschnittsnote, das sind wir Vierter, das muss man sich vorstellen. Krasse Sache. Nur krass. So, wir gucken mal die besten Spieler. Armin, der mit seinem 5. Saison, der war schön. Wertke hatte sich einen Treffer verdient, macht er aber nicht. Blöde Aktion. Kann man auch besser spielen. So, wir gucken mal hier. Können wir ein bisschen runtergehen. Wir sehen Wertke 2,83. Tim Hofer 3,09. Es müsste minus 7 sein oder so. So, Fairplay. Aha, Dortmund immer noch nur 6 gelbe Karten. Mal sehen, wer noch hier so verletzt ist. Ja, noch 8 Wochen. Tim Pascal rüber, der fehlt uns schon, ne? Und jetzt gegen Jena. Ein Verfolgerduell. Mensch. Das wird was gegen Andreas Zimmermann. Ah, der Ernst mal Zimmermann gefällt mir nicht. Ich weiß nicht warum. Weil er sie über Team gehalten hat. Kann sein. Aber es ist fast ausverkauft, dieses Spiel. Wir sehen 4.150 Leute. Geschätzte Zuschauer. Das gefällt mir, ne? Und Thomas ist auch wieder fit. Für die zweite Mannschaft. Die sind ja alle angesteckt. Wir sehen Marvin Friedrich auf Transferliste. Und was ich gerade sehe, Sponsor.
Wenn das da steht, dann können wir den eigentlich gleich, wie heißt das? Komm ich ruf, Sponsoren. Ah, genau, Freikarten. Nee, doch. Nee, hier. Wo macht man das denn? Warte hier. Okay. Oder wo macht, was macht man doch hier, ne? Freikarten hier und dann. Da bin ich jetzt verwirrt. So haben wir aber wenigstens nochmal einen Sponsor. Ihr hört bestimmt das Klicken, das tut mir leid. Aber ich habe da noch nichts gegen mit meiner Mikro, wie die das machen sollen. So, gehen wir mal hier schnell durch. Wir haben noch 2 Minuten, wie ihr seht. So, Scouting abgeschlossen. Thomas jetzt schon wieder fit. Scouting abgeschlossen, möglich. Mann Friedrich. Soll verkauft werden. Okay, 2015, das ist erst nächstes Jahr. Könnten wir den also eigentlich ablösefrei? Achso. Die Japaner sind interessiert oder was? Ja. Okay. Wir sehen GD. Sucht einen neuen Verein. Cousenka ist noch angeschlagen. Aha, GD. Von Fibberock. Simon Hendrich infiziert, natürlich auch die Grippe, Jugendspieler erreichen Trainingsziel. Bis von Fabian Enzenmann, der hat eine 51 Start. Natürlich stellen wir jetzt auch den Dings hier auf, ist mir zu blöde. Wir haben Spieler und sollten sie nicht aufstellen, nur weil sie angeschlagen sind, sollten sie nicht rumholen. So, ja, sieht schon besser aus. So kann man dann auch spielen. Außerdem haben wir noch einen Stürmer, warum hat der den hier nicht wieder? Okay, dann nehmen wir den mit. So, dann gehen wir mal weiter. Die zweite Mannschaft mal schnell. Das ist bestimmt so oder so wieder eine Niederlage. Was sage ich? Aufwählen, Lübeck gewinnt 2-0. Thomas ist frustriert, weil er seit wie vielen Minuten kein Tor geschossen hat. So, Rot-Weiß Erfurt gegen FC Bayern 2. So, ein... Scheiße. Was ist los? Nachricht. Ist frustriert. So, so, mach doch mal. Jan Meyer war der Beste. Was für eine Note? 2, schön. So, Taktik gehen wir schnell und den Gespräche, das müsst ihr ja nicht sehen. So, Kopfbasieren, aha, also ist eh ein großer Stürmer, hat aber bis jetzt nur 3 Tore geschossen. Angel, oh mein Gott, das ist der Vorlagen hier und dann wird sich besser für den nehmen. In Sonderbetreuung dann so, links, durch die Mitte, würde ich sagen, ohne Vorgaben. So, ohne Vorgaben. Okay. Dann würde ich mal sagen, haut rein, bis dann, euer Berliner B. Ciao.